Ja Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von mir. Diesmal geht es um das TomTom Start 50. Dieses Navigationssystem hat Lifetime Maps. Ich habe mir die 19 Ländervariante zugelegt, sprich Zentraleuropa. Und ja, heute geht es ja um das Unboxing dieses guten Stückes. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch einfach direkt einmal an. Wir gucken einfach mal, wo kriegen wir das hier am besten auf. So, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier. Zack. Und machen das einfach mal direkt hier auf. So. So, sehr schön. So, wie kriegen wir das denn? Okay, zur Seite schieben. So, was befindet sich denn dort drin, wenn wir das aufmachen? Als allererstes direkt ganz oben das Navigationssystem an sich. So, nichtsdestotrotz schauen wir uns nochmal die Packung kurz an, denn das war hier drin noch nicht alles. Wir nehmen diese kleine Plastikform mal raus und danach heben wir das hier mal ab. So, und darunter befindet sich nämlich noch die Bedienungsanleitung und das Kabel mit sehr langem Kabel für den Zigarettenanzünder zu Micro-USB. Na, Fokus. So. Und als nächstes ein USB ebenfalls zu Mini-USB oder Micro-USB. So, die Bedienungsanleitung darf natürlich auch nicht fehlen. So, also hier ist wirklich sehr viel erklärt. Ja, Updates müssen wir auch noch laden. Ja. Wie wir das Gerät anschließen und laden. Den richtigen Blickwinkel, wie wir das sichern, den Anschluss, wie wir das anschalten und wie wir es halt genau bedienen. Ja, so dick ist das auch nicht. Kommt man auf jeden Fall auch ohne Anleitung mit zurecht, würde ich sagen, ist alles selbsterklärend. So Leute, wir sehen hier, wir haben direkt das TomTom und unten dran ist auch direkt eine Halterung befestigt, nämlich die für die Scheibe. Und die funktioniert auch, wie ich eben feststellen durfte, ziemlich gut. Also wirklich ziemlich gut. Wir legen die jetzt einfach mal hier drauf, drücken einmal kurz drauf und drehen das Ganze. Und das ist so bombig fest, ich kann damit tatsächlich den ganzen Tisch hier bewegen. Ich mache das hier auf dem gesamten Tisch und ich kann damit den Tisch hin und her bewegen. Also das sitzt wirklich bombig. Da muss man keine Angst haben, dass es abfallen könnte. So, ich lasse das auch direkt erstmal so fest, weil ich einfach finde, dass das so noch besser zum Präsentieren geht. Ich hole euch noch ein Stück weiter ran, so, und werde jetzt hier einfach mal direkt die Folie entfernen. So, und dann schalten wir das Ganze einfach mal an. Und wo ist denn hier der Adapter? So, er lädt hier anscheinend direkt etwas runter. Was auch eine Kleinigkeit dauert. Wir starten das Gerät immerhin zum ersten Mal. Sprich, er muss sich erstmal komplett booten. Bin ich mal gespannt, ob man direkt loslegen kann oder ob man das noch erstmal anschließen muss. So, wir können hier jetzt die Sprache auswählen. Es gibt also wirklich ziemlich viele Sprachen. Ich glaube, hier werden so gut wie alle unterstützt. So, wir nehmen natürlich Deutsch, weiter, Land auswählen, Deutschland ist korrekt, weiter, wir möchten Informationen über Verwendung, nö, das muss nicht sein. Überspringen wir. So, ihr könnt euch das ja durchlesen. Ich werde das einfach hier erstmal an dieser Stelle
überspringen. So. Berlin. Okay, in Berlin befinde ich mich zwar eigentlich nicht gerade, aber was soll's. So, wir haben hier das Hauptmenü. Wir können einen Ort suchen. Wir können eine aktuelle Route auswählen. Wir können eigene Orte einspeichern. Wir können uns eigene Routen einspeichern. Wir können anscheinend irgendwelche Parkplätze suchen. Wir können mal draufdrücken und das mal anschauen. Parken. Okay, also hier wird wohl angezeigt, wo sich jetzt in meiner Nähe Parkhäuser befinden oder Parkplätze, großräumige. Sehr schöne Sache. Dann gibt es hier die Anzeige für Tankstellen. Dann werden uns anscheinend nochmal die Tankstellen in der näheren Umgebung angezeigt. Ja, das ist auch sehr schön. Und wenn wir draufdrücken, können wir auch direkt erfahren, wo sie sich befindet. Und wie sie genau heißt. Das wäre hier zum Beispiel die Total. So. Neue Weberstraße. Na gut. Soviel zum dem Thema. Dann können wir hier noch das Einstellen vornehmen. Wir können hier das Erscheinungsbild ändern. Also die Themenfarbe, die Helligkeit. Bei Dunkelheit zur Nachtsicht wechseln, Ankunftsinformation, Routeninformation, Vorschau von Autobahnausfahrten, Anzeigen, Kartenansicht wechseln, automatischer Zoom, wir haben den 3D- und den 2D-Modus und das war's. Ich wähle mal einfach jetzt mal den 2D-Modus aus, um zu gucken, was sich da jetzt genau tut. Dann können wir jetzt auch die Stimmen wechseln. Sehr schönes Extra. Kleine Spielerei. So, ich hole nochmal ein Stück dichter. Für mich ist es sehr schwer hier zu lesen, weil ich muss das im Display der Kamera lesen, weil ich zu schräg dahinter sitze. Wir haben hier die Anweisungseinstellungen. Wir können hier die Anweisungen im Voraus vorlesen, einschalten, Straßennummern vorlesen, Straßenbeschilderung vorlesen, Straßennamen vorlesen. Und ausländische Straßennamen ebenfalls vorlesen, ja oder nein. So, raus aus den Stimmen, zurück in die Karteneinstellung. Wir haben hier Central Europe oder Central Europe, wie auch immer. Auf jeden Fall Zentraleuropa habe ich. Die Variante habe ich am Anfang gesagt. So, Routenplanung. Dann können wir hier einstellen, wenn eine... Da ist meine Kameraeinstellung daneben. Ich muss das einfach mal stets die schnellste Route nehmen, mich fragen, sodass ich wählen kann oder nicht nachfragen. Also sprich, wollen wir immer die schnellste Route nehmen oder soll er uns nochmal fragen oder einfach gar nicht fragen und selber entscheiden. So, dann haben wir hier immer diesen Routentyp planen. Ob wir immer die schnellste Route nehmen wollen oder die kürzeste oder die umweltfreundlichste, obwohl ich glaube, dass das eher so gut wie keiner auswählt. Dann können wir hier Autobahn vermeiden, Fußgängerroute. Also wir können das Ding auch als Fußgänger benutzen oder als Fahrradfahrer. Sehr schönes nebenbei extra. So, auf jeden Fall finde ich das ziemlich cool, dass man hier einstellen kann, ob wir die schnellste Route oder letzten Endes nur die kürzeste Route nehmen wollen. Denn kürzeste und schnellste Route kann durchaus ein Unterschied sein, wie wir wissen. Schnellste Route könnte sein, ob wir die Autobahn nehmen oder ja, weil die Autobahn einen Stau hat zum Beispiel, Landstraße lieber nehmen. Oder kürzeste, ob wir Nebenstraßen nehmen wollen beispielsweise, würde ich sagen. Dabei schon mal ein sehr schönes Extra. Dann können wir hier auf jeder Route vermeiden, können wir, was steht da oben, ich kann das von hier nicht lesen, fahren, Fähren oder Autozüge vermeiden, ja, nein, Mountstraße, Fahrgemeinschaftsspuren, unbefestigte Straßen, also Waldwege zum Beispiel und so weiter und so weiter. So, das war auch die Routenplanung. Des Weiteren haben wir hier Töne und Warnungen. Da können wir hier den Warntyp einstellen. Radar, Kamera, Warnungen und die Sicherheitswarnungen.
So, Sprache und Einheiten. Ganz logisch. Wir können die Sprache einstellen, das Land, Tastaturen. Würde mich mal interessieren, was man hier unter Tastaturen einstellen kann. Okay, verschiedene Landstastaturen mit einem anderen Layout. Wir können hier das Land einstellen, wie gesagt, Tastaturen, die Einheit, sprich Meter, Kilometer, hier Meilen und Yards, Meilen und Fuß und automatisch, je nachdem würde ich sagen, ob wir in ein anderes Land einfahren oder nicht. Dann können wir hier halt Uhrzeit und Datum-Einstellungen vornehmen. Das ist, denke ich mal, so vollkommen korrekt. Das ist vollkommen illegal. Nein, nicht illegal, sondern irrelevant. So, kleiner Sprachfehler am Rande. Und dann können wir hier nochmal auf Hilfe, ob Tour oder Info. So, zurück. Und dann können wir hier nochmal. Ja, wie gesagt, Und ausfalten. ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses kleine kurze Video zum TomTom Start 50 hat euch auch soweit ganz gut gefallen. Sollte dies der Fall gewesen sein, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, ganz schön widerspenstig, auch wenn man das nicht mal festmacht, richtig. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Tracer. Ciao, Leute.